So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Vi. In unserem Team Raptz mit Miss Fortune, irgendeinen random Franzose mit Nunu, Klexi oder LP Klexi oder Klexi LP? Ich weiß es nicht. Mit Kha'Zix und The Kenshin mit Morgana. Im Gegnerteam haben wir eine Lux, ein Vladimir, Ashe, Olaf und Amumu. Boah, sieht eigentlich nach einem recht stabilen Team aus, aber ihr werdet schnell sehen. Nee. 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 Wir sind auf der 1. Nee, wir sind auf Q. Okay. So. Weil im Jungle. Ich habe diesen Champion die ersten zwei Tage gespielt, wo er rauskam, danach nicht mehr. Fällt mir gerade mal so auf. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Oh. Also, auf jeden Fall. Ey, will ich auf Weil bleiben? Da, Weil. So. Ich starte hier mit Machete und 5 Heiltränken. Das ist mittlerweile eigentlich auf jedem Jungler Standard. Es gibt wenige Jungler, die noch mit Boots und Heiltränken anfangen. Also es ist eigentlich... So. Gibt es eigentlich nicht mehr. Weil die Machete einfach diese 10% mehr Schaden, das ist einfach abartig viel. Jo. Kommen wir jetzt, wo wir noch warten müssen, zu Vi. Vis Passive ist, wenn sie eine Fähigkeit aktiviert, erhält sie 3 Sekunden lang ein Schild von 10% des maximalen Lebens von Vi. 18 Sekunden Abklingzeit. Hierbei ist es zu beachten, dass wenn ihr Level aufsteigt, sowohl die Abklingzeit reduziert wird, als auch dass, ich glaube die Abklingzeit reduziert, habe ich nie drauf geachtet. Ich weiß nur, dass die Prozente des maximalen Lebens halt hochgehen ein bisschen. Das bedeutet, ihr bekommt immer ein bisschen mehr. Ich glaube, mit Stufe 6 sind es, glaube ich, 15%. Also, auf jeden Fall wird das Schild größer. Das Schild werdet ihr auch gleich sehen. Da ist das Schild. Da. Schild ist weg. So. Gestartet habe ich hier mit der E. Deswegen erkläre ich dir jetzt auch als erstes. Und zwar ist es so, man bekommt Aufladung, sobald man diesen Skill aktiviert hat. Und jedes Mal, wenn man dann eben dieses Skill aktiviert, bekommt man diese Faust da. Dann hat man eine sekündige Abklingzeit. Und danach könnte man das wieder aktivieren, solange man einen diese Aufladung hat. Das bedeutet, man kann binnen 2-3 Sekunden wirklich sehr viel Damage rausdrücken. Wirklich so BÄM! Ja? Aber das auch nur, wenn man Aufladung hat. Also die Aufladung müssen schon kommen. Jo. Dann habe ich die Kuh gemacht, das habt ihr gerade gesehen. Und zwar, wenn ihr das erste Mal drückt, ist es so, dass Vi sehr, sehr langsam auf einmal wird. Also verlangsamt, um 15% verlangsamt. Und ihr habt, seht dann, wenn ihr es normalerweise aktiviert, so ein Pfeil vor euch. Und dann könnt ihr wirklich durch Wände durchchargen. Zum Beispiel. Das macht das Jungle halt sehr, sehr schnell. Oh, First Blood. Ich höhn. Und wenn ihr halt das zweite Mal aktiviert, dann chargt ihr auch tatsächlich nach vorne und macht eben 50 bis 100 Schaden. Und ja, jetzt kommen, also es löst einen Stack aus, der von, genau wie hier diese Fähigkeit, einen Stack auslöst. So, von diesem hier. Zermürbende Hiebe.
Das ist eine Passive, so ähnlich wie bei Vayne. Jedes Mal, jeder dritte Angriff, der dasselbe Ziel trifft, verursacht zusätzlich bis 10% magischen Schaden. In Höhe des, nee, gar nicht, nicht wahr, ist normaler Schaden. Maximales Leben des Gegners, das heißt, sie macht prozentualen Schaden. Das heißt, umso mehr Leben der Gegner hat, umso mehr Damage drückt sie. So, und die Rüstung wird verringert und Vayne's Angriffstempo wird erhöht. Das heißt, ihr macht nicht nur Damage bei dem dritten Schlag, sondern ihr macht Damage, ihr reduziert die Rüstung, ihr erhöht euer Angriffstempo und das ist abartig. Das alles mit einem Skill. Mit einem Skill macht ihr Damage, reduziert Rüstung und bekommt Angriffstempo. Ich finde es ein bisschen abartig. Also ein bisschen abartig 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, das muss Riot selber wissen. So, als erstes maxe ich hier die überwältigende Gewalt. Der E, das ist dieser Schlag. Und bam. Bam. Da hat Kenji nicht reagiert, weil er hatte ein paar Lags. Das wird man zwischendurch auch immer wieder sehen. Nach unten steht es 2 zu 1. Also man wird es hin und wieder mal merken, dass Kenshin wirklich Lags hatte. Aber es hat ist nicht weiter schlimm. Es hat nicht wirklich viel ausgemacht. Und ja, jetzt erkläre ich noch kurz die hier ultimative Fähigkeit von Vayne. Das ist tätlicher Angriff? Tatlicher Angriff? Ich kann das gerade nicht erkennen, dafür sitze ich zu weit vom Bildschirm weg. Auf jeden Fall nimmt man einen Gegner ins Ziel. Das heißt, ihr klickt auf einen Gegner drauf. Und Vayne rennt auf diesen Gegner zu. Sie schlägt ihn hoch, also ist ein Knock-up für einen Champion, das ist recht gut. Und boah, es macht ein bisschen Schaden, ein bisschen viel Schaden sogar. So, und man bekommt natürlicherweise ja, hier nochmal einen Stack davon drauf. Das heißt, man kommt sehr, sehr schnell auf die 3 Stacks. Das würde bedeuten Q und dann EE oder Ulti, EE und dann Q hinterher. Also man kommt sehr, sehr schnell auf die Stacks. Und während ihr an den Gegner ranrennt, ja, also während diesem Run-Chargen an den Gegner, ist man immun gegen jede Massenkontrolleffekte. Und jedes Mal, wenn ihr da durch den Gegner durchcharged, was ja durchaus sein kann, dass ihr einen weiter hinten, also einen weiter weg entfernten Champion uncharged, dann schlagt ihr alle Gegner, die in diesem Bereich sind, in dieser Linie sind, beiseite. Und sie halten noch 75% des Schadens, den Vayne normalerweise mit diesem Skill machen würde. Was eigentlich eine ganze Menge ist. So, ich spiele Vayne sehr, sehr, sehr tanky. Weil sie ist dafür da, die Rüstung zu durchdringen. Sie ist dafür da, ein bisschen Damage auszuteilen. Aber hauptsächlich ist sie für die Ulti und den CC da. Sie ist für mich, viele sagen, sie ist ein DPS-Jungler. So wie Nocturne oder Xin Zhao. Ich sag, sie ist ein Tank-Jungler, sowas wie Amumu oder Malphite. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch mein Bild teilweise etwas verwirrend finden. Da klaue ich mir jetzt den Blue. Deswegen habe ich mir auch extra den Ward gekauft gerade. Weil, ja, ich habe nicht dran gedacht, dass Amumu halt vorbeikommt oder so. Ich habe mir gedacht, jo. Da ist Morgana leider wieder gestorben. Aber das ändert sich. Die KD ändert sich noch. So. Hier zeige ich mich. Das war eigentlich ziemlich doof, weil die Gegner jetzt wussten, dass ich den... Oh, da habe ich daneben gecharged. Die Gegner jetzt wussten, dass ich ihren Blue gemacht habe. Also wenn er so intelligent war und es weitergegeben hat. Wovon ich ausgehe, da ich glaube ich gleich Amumu bei meinem Blue sehe. So, charge durch. Und dann mache ich mir den Blue. Ich habe jedes Mal auch Kenshin gefragt, ob da war der Dicke da. Das war so nervig. Weil er wusste eben, dass ich hier bin, dachte ich kriege einen Easy Kill. Hätte er seine Ulti ready gehabt, wäre ich auch sehr, sehr gut gestorben. Aber zum Glück, zum Glück war da nichts. So, aber natürlich jetzt viel Leben verloren, ich muss zurück. Und das Ganze dann halt nochmal versuchen.
Was ich jetzt wahrscheinlich auch direkt tun werde. Wäre zumindest doof, wenn ich es nicht tun würde. So, wir liegen jetzt mittlerweile 3 zu 3. Aber das kann ich ja gerade mal machen, fällt mir auf. Ich kann mal hier Top Lane, nicht? Der Olaf gegen den Kha'Zix. Mid Lane ist Wladimir gegen... What the fuck? Okay, da hat der Kha'Zix mal wieder den Olaf getötet. Unten... Oh Gott, jetzt muss ich das bremsen. Also, Kha'Zix hat den Olaf getötet. Der AD Carry hat den AD Carry getötet. Der da wiederum den AD Carry. Da war übrigens gerade mein Ulti. Da poolt er sich. Wie gesagt, Kenshin hatte schwere Legs. Sonst, wenn er damit gekommen wäre, wäre das der Tod für den Gegner gewesen. So, der AD Carry steht mittlerweile von uns 4-1. Hingegen der gegnerische AD Carry 1-3. Das ist gut. Farmtechnisch sind wir gut, Midlane jetzt nicht. Aber Toplane ist drüber, ich bin im Jungle weit voraus. Und auch Botlane ist weit voraus, genau wie Toplane. Das ist sehr, sehr positiv. Und da hat die Morgana den kleinen Wladimir bekommen. Und der kleine Wladimir möchte bitte im Ballviertel, im Ballspiel mit Haus abgeholt werden. So, auf jeden Fall, Kha'Zix hat oben gewartet, unten wartet. Das ist ganz süß. Und warum zur Hölle bin ich jetzt mein Ding weg? Da ist es doch wieder. Yay, ich wieder da. Ich mag das an für sich. Ich meine, man kann jetzt hier auch C drücken. Dann sieht man auch ganz cool, was der Champion so hat. So Lebensregeneration, Rüstungsdurchdringung 0, Lebensraub 0, Fähigkeitsstärke 0, Magiedurchdringung 0, Zauberbier 0, Lebensraub 0, Ausweichen 0, kritischer Schaden 0. Also, ja. Man sieht, ich benutze meine Tank-Rune. Und jetzt zeigt sich die Stärke übrigens von Kha'Zix. Kha'Zix steht jetzt 4-1 und kann jetzt snowballen like hell. Ja. Das bedeutet, er kann jetzt wirklich jedes einzelne Mal, wenn Olaf auf die Lane kommt, kann ihn abfrühstücken, zurückgehen und wieder. Und zurückgehen und wieder. Jo, Blue Buff war keiner da, Amu. Aber ich mache mir jetzt noch die Wölfe von ihm. Und habe mir dann hier so gedacht, jo. Guckst du mal bei deinen Geistern, guckst du mal bei deinen Wölfen. Weil, in dem Spiel musste ich bisher nicht viel tun. Ich muss gleich Mitte babysitten. Ah, und da war leider der Catch in dem. Da kommt wieder die Ulti und jetzt poolt er sich. Und jetzt kommt eine grandiose Aktion, ich erinnere mich dran. Bam. Wir hauen beide drauf. Amumu kommt rein, setzt seine Ulti. Die Ulti von Morgana ist nicht durchgekommen, sie ist abgehauen, aber der Red Buff hat ihn getötet. Das heißt, wir stehen mittlerweile 1-0-0. Wie gesagt, ich musste halt nicht viel machen. Botlane lief unglaublich gut. Ja. Toplane lief unglaublich gut. Und Mitte ist halt Wladimir mit seinem Dreckspool. Da ist Ganken halt nicht gerade das, was man machen kann, machen will. Hauptsächlich, was man machen kann. Man will ja schon irgendwie ganken. Man will sein Team... Oh, das war ein Failjump. Und da kommt der Olaf. Und da sagte ich, Exi, dive. Ulti habe ich, glaube ich, nicht ready. Nee. Da muss ich direkt vom Tower rausrennen. Und da hat Klexi wieder getötet. Und er kann weiter jumpen. Kha'Zix ist halt jetzt wirklich absoluter Snowball. Und... Er vernichtet die Toplane. Gut, Olaf baut hier auch großen Bullshit, weil er irgendwie versucht, sich eine Riggles zusammenzubauen.
Kämpfen. Eine Wriggles auf der Toplane ist nicht schlecht. Nutze ich auch mit vielen Champions, mit Gangplank oder mit Olaf selber auch. Einfach nur wegen dem extra Free Ward. Das ist praktisch, das ist cool. Es gibt Life Rack. Man kann besser die Wave clearen. Es ist einfach... Boah, schön. Aber im Endeffekt... an dieser Stelle, wenn man schon so hart gesnowballt wird, sollte man auf Death-Items gehen und nicht auf irgendwelche experimentellen Items, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, richtig. Ich habe immer wieder gefragt, das muss ich dabei sagen, ob ich den Blue für die Mitte abgeben soll. Immer wieder. Immer gefragt und nie wollte er ihn. Nein, aber das ist für mich halt sehr, sehr praktisch, weil mit Vi bringt mich das weit nach vorne. Ja, also wirklich sehr weit nach vorne. Gut, die Gegner, er holt jetzt aber auch übel auf. Mit 3-4. Das ist nicht schlecht. Hier dachte ich, sollte die Ash überleben, dann hätte ich noch unten etwas deffen müssen. Da die Ash aber nicht überlebt hat, musste ich auch nicht deffen. Uhaha. Nee. Mit Vi versuche ich möglichst schnell, weil, das habe ich ja schon mal in den vorigen Videos angesprochen, dass mir die momentane Meta, sag ich mal, eigentlich überhaupt nicht gefällt. Weil man kauft sich einen, wie heißt der? Eine Warmox-Rüstung und ist OP. Und irgendwie... mag mir das einfach nicht gefallen. Aber ich mach's mit Vi selber. Viele Leute nutzen auf Vi auch die Wriggles Laterne. Verstehe ich voll und ganz. Der Extra Damage ist nice. Der Lebensraub ebenfalls. Aber für mich ist es jetzt nichts. Ich finde, es läuft halt so wesentlich besser. Man hat zwar nicht den Lebensraum, man kann nicht ganz so lange im Jungle sein, aber dadurch hat man halt öfter den Vorteil, dass man zurück kann. Und ich muss die Wriggles nicht fertig ausbauen. Klar, ich hätte mir jetzt nur den Handschuh, also den Madritz Razor holen können. Da hat er gepoolt. Das war doof. Das war wirklich doof. Und? Nee. Leider, leider wieder nicht. Wie gesagt, er muss mit harten, harten Legs kämpfen. Aber naja. Dafür steht er mit 1-2 doch gar nicht mal so schlecht. Und ihr seht oben. Der Snowball Champ geht ab. 8-0. K6 OP. Wie man so schön sagt. Ach, die hatten hier gewartet. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Die haben mich ja wirklich instant gesehen. Doch, das wusste ich doch. Jetzt kommen die ja gleich zu mir. Ich erinnere mich. Warum der MF da auch immer geultet hat. Jetzt muss ich mich rausflashen. Weil echt mein Leben zu gering werden. Als dass ich irgendwas machen kann. Schade eigentlich. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte gern was gemacht. Und da kommt K6. K6 mittlerweile auch Mana Mune fertig. Blutdürster und Vampir Scepter plus zweier Schuhe. Der Junge weiß einfach nicht, wohin mit seinem Geld. Ansonsten vom Farm, er liegt bei 109, unser AD Carry bei 129. Mitte ist zwar hinten dran ein bisschen mit 30, aber oh jo. Ich bin mit 30 weiter vorne dafür. Gut, unser Supporter liegt hinten dran. Dafür haben wir einen 10-01 K6. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Weil ich mag K6. K6 ist auch so ein Champion, der einfach, ich weiß nicht. Am Anfang, als er rauskam, hat ihn keiner spielen wollen.
Keiner, weil alle fanden noch Rengar so cool, weil Rengar war ja richtig cool und Rengar und Kha'Zix ist voll doof. Mittlerweile ist der ja fast nur noch gebannt oder gepickt. Das ist echt krass. Das ist genau wie in Dwei. Drei haben auch weniger am Anfang gespielt. Mittlerweile wird die richtig aufgespielt. So, das müsste jetzt die Warmox fertig sein. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch Schuhe leisten kann. Nee. Ich habe mir jetzt hier halt noch ein Ward und eben den Magiemantel, damit ich mit dem Magiemantel eben mir die Merkur-Schuhe bauen kann. Und ja. Wie gesagt, es ist mit Vi. Das Spiel hier an sich war einfach, es war an für sich recht lustig. Da habe ich das Leben von Kha'Zix gerettet. Und wir stehen mittlerweile 2-0-1. Das Spiel an für sich war halt ganz lustig. Es war halt nur dadurch, dass sowohl Top als auch Botlane so heillos überfeedet waren. Ja, ich meine, Toplane 11-0-2, Botlane 8-3-1. Das ist schon gut. Das ist schon viel. Und ich weiß nicht, deswegen, ich konnte nur Mitte, sag mal, stalken. Und Mitte war viel gerodet. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber am Anfang war viel gerodet. Das war echt krass. Muss der Moon oder Portal ich auch nicht ganz, aber ja, soll mir relativ wurscht sein. Er muss wissen, wie er seinen Jungle Mumu bildet. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, mir ist nicht aufgefallen, dass die Gegner surrendern wollten. Ich glaube, sie haben auch surrendert. Später dann. Ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir gerade Drachen gemacht. Und es ist an für sich. Da kam der Mumu. Das war eine schöne Aktion vom Nunu. In dem Busch drin. Weil der Mumu hat hier nicht mehr wirklich viele Chancen. Also ich erflasht sich. Mein Flash war nicht ready. Sonst wäre ich hinterhergegangen. Und da suche ich den der Mumu. Ich finde ihn aber nicht. Leider, leider, leider. Morgana hat die Ashe gekillt, mit Hilfe des Kha'Zix. Und damit hat sie sich mittlerweile auch wieder auf eine 2-3-2 hochgearbeitet. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich nicht schlecht, das ist in Ordnung. Unser Nunu ist da schlimmer mit 1-4-7 und oh, ist ganz anständig. Aber wie gesagt, in dem Spiel ist an für sich nicht wirklich viel passiert, weil ich viel mit Vi gefarmt habe, weil ich konnte nicht viel machen. Kha'Zix war top, völlig ohne Gegenwehr. Ja, er hat den Tower dran gelassen, einfach nur damit er weiter schön farmen kann und den Gegner wie ich rauslocken kann. Das war's. Hier, man sieht, Olaf wird zurückgepinkt. Er darf noch nicht mal an seinen Tower rangehen. Ja. Und Botlane genauso. Der Einzige, der einigermaßen Kills auf die Kette bekommen hat, war eben Wladimir. Mit 4 Kills, 5 Toten. Oh, da, jetzt klaut er mir. Ah, fucking Troll. Fick dich, Troll. Und, naja. 11,25. Das sagt schon viel. 11 Gold, 11.000 Gold Vorsprung. Das sagt auch eine ganze, ganze Menge. Gut, ist mehr als 11.000 Gold. Aber es ist halt wirklich. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss nicht mehr wirklich viel machen. Weil ich musste weder viel ganken gehen, noch viel wirklich kämpfen. Da habe ich die Gegner verjagt.
Und dann können wir den Tower machen. Wir haben, glaube ich, den Mid-Tower auch verloren. Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich gerade mal gucken. Da wollten die Gegner schon wieder surrendern. Ja, wir haben den Tower auch gewonnen. Kuckuck. So. Da kämpfe ich gegen Amumu, aber ich wusste nicht, dass mein Team halt nicht da war. Aber selbst da werden sie zurückgepinkt. Das ist... Boah, nee. Traurig. Sowas ist traurig, Leute. Boah, K6 ist gestorben. Das gibt natürlich eine Menge Gold. Ist natürlich am richtigen gelandet. Und zwar auf dem Supporter. Mit 4, 2, 6. Das lief eigentlich gar nicht mal so schlecht für die. Stimmt, die habe ich völlig außer Acht gelassen. Lux ist gar nicht mal so schlecht, die ist gut dabei. So, hier halt die Merkur-Schuhe und direkt den Brutalisierer für den Black Cleaver. Black Cleaver und der ausgebaute Echsenstein hier, wie heißt der? Geisterstein, sind die einzigen offensiven Items, die ich mir mit Vi hole. Weil Black Cleaver ist ein Black Cleaver. Und Black Cleaver macht Rüstungsdurchdringung bei stackbaren Schlägen. Ist voll gestackt bei 3, was halt super geil ist mit Vi, weil auf 3 ist eh euer Ziel. Und, jo. Der ausgebaute Ding ist einfach nur dafür da, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Um einfach nur den Schaden ein bisschen zu erhöhen. Ich hab's eine Zeit lang probiert, sie mit 5er Schuhen zu spielen. Und mit dem Lebensitem, das man aus dem Echsenstein baut. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Da funktionierte diese Variante hier besser. Wesentlich besser. Und... Huah. 13 zu 30. 13 Gold Overhead. 14 Gold Overhead. Das ist hart. Aber jetzt werdet ihr auch gleich sehen. Ulti rein. Sie ist gestunt. Und wie gesagt, ich mache halt wenig Schaden. An für sich. Ich meine, klar, an Tauern mache ich immer noch genug Schaden. Au. Vielleicht Ulti tut weh und so. Aber, mir geht es halt nicht darum, dass ich an Champions viel Schaden mache, weil dafür bin ich nicht da. Dafür ist der AP Carry, der AD Carry und im Moment der K6 da. Und nicht ich. Absolut nicht ich. Ich muss an den Jungle Minions Schaden machen, ich muss an Drachen und Nashor Schaden machen, ich muss an Türmen Schaden machen und ansonsten bin ich für Lebenspunkte und HP da. Und Rüstungsdurchdringung. Ganz, ganz wichtig. Stimmt. Rüstungsdurchdringung. Hatte ich fast schon vergessen. Da musste ich kurz die Botlane safen. Und dann werde ich mich danach wahrscheinlich, soweit ich mich kenne, an den Drachen machen. Ich meine, klar, jetzt nochmal zurückzugehen auf den Echsenstein und... oh Gott, was ist das denn für ein E? Auf die Wriggles Laterne. Klar, ihr habt natürlich mit Wriggles Laterne den unglaublichen Vorteil, ihr habt ein Life-Rack-Item dabei. Aber eine Wriggles Laterne ist kein Item, was man im späteren Spiel immer noch hat. Eine Wriggles Laterne verkauft man. Und dann ist gut. So. Man kauft sich dafür dann Blutdürster oder irgendwas in dieser Richtung. Und ich habe mir persönlich gesagt, nee, das will ich mit Wein nicht. Brauche ich nicht. Jetzt mache ich natürlich den riesen größten Fehler ever. Niemals mit der Ulti ein Blatt ziehen, weil der zieht sich einfach weg. Genauso wenig geht's mit einem Olaf. Oh, K6 hat gerade seine Mura Mana vollendet. Sehr starkes Seite. Sehr schön, ist ein starkes Seite. Wie viel Gold habe ich denn mittlerweile? 1600. Es müsste mit den Wölfen gleich reichen für den Black Cleaver. Wenn mich das vom Gold her nicht täuscht.
Aber es scheint mich zu täuschen. Oder ich wollte noch ein bisschen mehr Gold für irgendwas anderes haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Puh! Das Spiel ist 2 Stunden alt. Und ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Naja. K6 unten wird von 4 Leuten eingekreist. Kann aber zum Glück entfliehen. Wie gesagt, schwarzes Beil hier. Und eben die AD-Variante des sehenden Steines. Oder Geistersteins. Geistersteins heißt er ja. Ghoststone. Oh, und Luna hat den Drachen gemacht. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt, dass die Gegner hier einen Drachen gemacht haben. Obwohl wir es gesehen haben, glaube ich. Gut, Nunu wardet, wie gesagt, er ist random Franzose und er wardet auch wie einer. Dementsprechend gab es halt sehr, sehr wenig Wards für unser Team. Leider. Aber naja, wir haben den Nashor Ward und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das ist auch einer der wichtigsten Wards, die wir haben. Und hier gab es jetzt den auch so ein Imba-Fail. Weil hier wurde ich dann vom Ash-Pfeil getroffen und dann kam die Tower. Und damit haben wir einen Tod. 2-1-2. Wie gesagt, mit Vi kann man am Anfang, wenn man schwer Tanky baut, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr gut und hart diven. Aber ich persönlich bin da, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von. Ich spiele meine Tank-Jungler, wozu ich Vi erzähle zum dritten Mal, sehr, sehr passiv. Ich ganke, wenn ich ganken muss, wenn eine Lane wirklich hardcore am Verlieren ist, was keine Lane wirklich getan hat. Ihr seht, wir haben noch alle Tower. Ich meine, klar, Morgana hatte ihre Probleme. Schräg, hat ihre Probleme. Mit 2-5-2. Aber selbst sie hat mittlerweile angefangen, den Olaf einzuholen. Den Olaf, den Wladimir einzuholen. Ich bin mit 163 Farm auch fast doppelt so gut wie der Amumu. Gut, die Supporter interessieren nicht und unser AD Carry hat auch über 100 Farm mehr als der gegnerische AD Carry. Und man sieht es ja, K6 mit 13-2-3 und unsere MF mit 15-6-4. Das ist einfach abartig viel. Das Spiel beendet. Der hat aber keinen Bock mehr. Ich weiß gar nicht, ob der wiederkommt. Ich weiß nur, dass irgendwer... Nee, doch, ich glaube, der kommt wieder. Ich glaube es. Ich weiß es nicht. Da haben wir mal wieder ein Tower gemacht. Ja, er kommt wieder, sag ich doch. Und für mich hieß es jetzt einfach nur zum Team kommen. Ich habe gesehen, das Team ist mittendrin bei den Gegnern. Also mal versuchen, was man da so machen kann. Ah, tot. Wie gesagt, im Normalfall, wenn ihr jemanden mit der Ulti von Vi anvisiert, ist derjenige meistens tot. Meistens. Ich sage ihr wirklich verhalten, meistens. Es muss nicht immer so sein, ist es aber meistens. Jo. Wie geht jetzt straight Nashor? Oder? Nee, das tun wir nicht. Ich dachte, wir gehen straight Nashor. MF Ulti. Man sieht, wir sind mittlerweile echt nur noch am Spielen. Hier helfe ich gerade noch dem K6 mit einem Smite. Damit der schneller an seinen Red Buff kommt, damit er schneller wieder auf die Lanes kann, um besser zu pushen. Und jo, da wollte das Gegnerteam schon wieder aufgeben. Aber die scheinen noch. Also wir hatten jetzt auch ein Spiel, Gott, wie lange ging das? 44 Minuten, nimmst du im Dreh. Und die Gegner hatten noch alle Türme und alles, die hatten echt noch alles. Und wir eben nicht.
Und trotzdem haben wir das Spiel fast noch gewonnen. Also wir haben dann nach einem Teamfight bis zum Inhibitor durchgepusht, also Inhibitor auch. Und hätten wir den zweiten Teamfight auch gewonnen, was wir leider nicht haben, dann hätten wir den beiden Türme kaputt. Also es war auch sehr, sehr knapp mit dem verlorenen Teamfight. Aber joa, man kann halt nicht alles haben. Hier jetzt kommt die Seele des Echsenältesten. 50 Angriffsschaden, Abklingzeit, Mana Lebensregeneration, Mana Regeneration, 25% mehr Schaden und normale Angriffe und Zauber, die keinen Schaden über Zeit verursachen bei einem Treffer 3 Sekunden lang 60 zusätzlichen absoluten Schaden. Das heißt, ihr macht noch True Damage dabei. Und ganz im Ernst, was gibt's Cooleres in League of Legends als True Damage? Nichts. Nada. Niente. True Damage ist best ever. Aber ihr seht's, hierbei beenden wir es auch. Hierbei belassen wir es auch. Ich glaube, ich versuche jetzt noch einmal irgendwie meine Ulti. Jawohl. Einmal noch die Ulti reingehauen. Und das war das. So. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich meine, jetzt aus der Jungler-Perspektive, ihr seht, 2-1-5 war jetzt nicht so viel zu tun, weil Top mit 16-2, Bot mit 19-6 übelst gecarried hat. Aber ihr habt es gesehen, ich hole mir hier erst diesen kleinen Seelenstein, hole mir dann direkt Einserschuhe und Warmox, baue dann eben die Einserschuhe aus, baue dann ein Black Cleaver, also ein schwarzes Beil, bau dann die Seele des Echsenältesten. Im Normalfall wäre jetzt gekommen ein Sunfire Cape. Und danach höchstwahrscheinlich ebenfalls wie hier bei K6 einen Schlund von Mamelrium. Einfach nur um noch ein bisschen, oder eine Ägide der Legion oder auch das Bollwerk sozusagen, um die Magieresistenz eben hochzuhalten. Wie gesagt, ich finde Vi ist ein Tank-Jungler, sie ist kein DPS-Jungler und jo. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.